Normalerweise treffen sie eigentlich nur am besten oder in den meisten Fällen Gegner, die eine Schwäche dagegen haben. Naja. Gut. So, was bist du denn für ein Spasten? Vielleicht irgendwie ein entflohenes Logo von einem Rolling Stones Cover oder so. Oder Logo. Viel mehr. Ach Mann, nicht mal den Nazi kaputt gekriegt. Aber hier ein bisschen Eis für euch. Shuffle Time, juhey, eine neue Reihe Personas steht uns. Ach toll. So, also da unten, dich habe ich schon mal gesehen, jetzt müssen wir nur noch die andere finden. Und irgendwie habe ich kein Glück gerade. Nee. Nichts passiert. Tausendmal gespielt, tausendmal ist nichts passiert. Ach ja. Jetzt krieg ich glatt einen Ohrwurm von diesem Lied. Ich weiß nicht warum. Das ist der absolute Wahnsinn. Naja. Nehmen wir ihn erstmal wieder mit, damit wir immer mal wieder ein paar Skillpunkte nachtanken können, so zur Lebensverlängerung quasi. So, haben wir schon einen Schlüssel? Ja, wir haben sogar noch einen, das ist gut. Ach ey, schon wieder einen von diesen Volt Suppressor oder Wind Suppressor oder was auch immer, von denen ich schon 3 Milliarden habe. Ich habe einfach kein verficktes Glück mit diesen Thronen. Ist echt zum Kacken und das, ja, das riecht mich auf. Weil ich schon so viele Truhen habe stehen lassen, unter anderem, weil ich, ja, gerne immer vergessen habe, sonntags bei dem alten Dingesmeister da Sachen einzukaufen. Der nämlich oftmals, Sachen im Angebot hat, wo wir hätten Truhenschlüssel mit abstauben können. Ja klar, natürlich kriegt man auch viele, wenn man Sidequests bewältigt, was ich so gut wie gar nicht tue und ja. Und wenn ich davon erzähle, werde ich auch mal von einem Gegner überrascht, der aber kein Überraschungsangriff ist, glücklicherweise, und ja, alle sind glücklich. So. Royal Dancer, was kannst du denn? Du kannst am besten eigentlich mal sterben. Zum Beispiel einen kritischen Angriff. Ach, er will den Angriff. Okay. Den hauen wir glücklicherweise nicht um. Unglücklicherweise meine ich. Der eine ist schon benebelt. Oh, aber er hat seinen Kumpel erledigt. Das finde ich geil. Da habe ich echt nichts gegen. Als er in der nächsten Runde steht, er hier wieder auf, ne? Oh, er ist als nächstes dran, dann hauen wir ihn nochmal aus den Socken. Mann, das sah taktisch aber richtig klug aus, dass wir einen erledigt haben, bevor er uns noch etwas anhaben konnte. Ich bin stolz auf mich. Au. Please come again. Nee, ach. Sag nicht so etwas, Yukiko. Oh yeah. Yeah. Alle leveln ab. Fire Boost. Oh yeah.
So. Das stärkt unsere Feuerangriffe. Das nehmen wir doch gerne mal mit. Frage ist, was werfen wir dafür weg? Maria Cohn zum Beispiel nicht. Aber... ja, hier Light Fire Damage gegen einen, das kann jetzt auch mal weg. Ja, das ist doch quasi Geschlechtsorgan anregend, dass jetzt dadurch ihre ohnehin schon starken Angriffe noch stärker werden. Da kann ich mir mal richtig was drauf einbilden. Ja, und für alle, die sich fragen, warum mir jetzt die ganzen Truhen da angezeigt werden, das ist, weil wir vor einiger Zeit ja Reese's Fähigkeit dafür freigeschaltet haben, dass uns eben alle Truhen angezeigt werden. Freunde der nicht so personakundigen Zuschauer. Das ist halt einfach so. Wem das nicht gefällt, der kann es nicht verhindern, denn Reese levelt immer ab. Egal mit wem oder was wir spielen. Aber gibt es irgendjemanden, der auf diesem Planeten, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf komme, aber gibt es irgendjemanden auf diesem Planeten, der diese Fähigkeit liegen lassen möchte? Ich meine, vielleicht Speedrunner, die das Spiel mit Level 1 oder so durchspielen wollen. Aber, ja, die sollen es dann halt machen. Mein Gott, wie komme ich jetzt eigentlich darauf? Das macht das Internet. Das Internet beschwert sich über alles. Über alle Zusatzfähigkeiten, die ein Spiel einem anbietet und die man dann auch benutzt. Besonders wenn es dann in diesem Fall welche sind, die unausweichlich sind. Es ist ja auch nicht so, dass wir sie abschalten können. Jetzt aber genug von diesen blöden Zusatzfähigkeiten. Wir haben hier ein paar Jürgen Klinsmann-Buddha-Statuen, die wir aus dem Weg räumen müssen. Wir sehen nicht wirklich wie Buddha-Statuen aus, aber... ach, mein Gott. Mir ist gerade nichts Klügeres eingefallen. Schluck Feuer. So, vielleicht fragen sich jetzt die Ersten schon, warum ich gesagt habe, das hier wäre der schwerste Dungeon im Spiel und bisher läuft es doch alles glatt. Ja, Freunde, bisher sind wir auch nur auf Ebene 1. Ist ja nicht so, wie in den anderen Dungeons, dass die Gegner auf den unteren Ebenen schwerer werden, ne? Ich meine, das habt ihr bestimmt nicht bemerkt. Und wir haben keine... Schlüssel mehr. Bestimmt wäre in dieser Truhe jetzt das geilste Ausrüstungsstück im Spiel, das Rubin-Diadem drin gewesen. Und bevor ich es vergesse, wir sollten uns mal halten. Genauso gut hier alle nehmen, wenn wir zweimal das jetzt für Yu und Yosuke verwenden. Da sind wir bei derselben Anzahl Skillpunkte wie einmal Heilung für alle. Und das Ding ist ziemlich groß. Scheint eine gefährliche Gegnerformation auf uns zu warten. Ah, okay, oder... drei von diesen Spatzen. Greifen wir mal an. Spoiler-Alarm. Ah, nicht schlecht. Das ist scheiße. Au! Verdammt! Ey. Ja? Chia ist down bis auf einen HP.
den sie dank ihrer Fähigkeit, einen tödlichen Angriff zu überleben, noch über hat. Da lohnt es sich mit diesen Charakteren, dass den Social Link so weit zu erhöhen, dass sie diese Fähigkeit erlernen. Er hat uns jetzt mal quasi den Arsch gerettet. Und ich bin mir auch sicher, in Zukunft werden wir dadurch noch einige Male den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Mottenmann. Wäre das nicht mal wieder noch ein toller Marvel-Comic-Buch-Kinofilm? Oh Mann, ey. Ey, seit wie vielen Jahren, ne, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, wird eigentlich das Scheiß-Kino mit Superhelden-Filmen vollgesperrt. Ich kann es echt nicht mehr sehen und ich war auch seit zig Jahren, seit diese ganze Scheiße angefangen hat, nicht einmal mehr im Kino gewesen. Weil nicht nur ich keinen Bock drauf hatte, sondern auch viele meiner Kumpels. Wir haben einfach Besseres vor. Weil nur noch Scheiße im Kino läuft. Ich denke mal, das nächste Mal, wenn ich ins Kino gehen werde, das wird Ende dieses Jahres sein, wenn Star Wars Episode 7 ins Kino kommt. Das erste Mal... Okay, ich muss gestehen, das letzte Mal, als ich im Kino war, das war... 2010. Also jetzt... Das ist jetzt bald gut 5 Jahre her. Und was habe ich da geguckt? Ich wurde ins Kino von einem Kumpel reingedrängt. Der wollte sich nämlich unbedingt einen bestimmten Film angucken. Und ja. Ihr wollt wissen, welcher Film das ist? Okay, ich sag's euch, welcher Film das ist. Es ist kein Comicbuchfilm. Es ist ein Film zu einem Videospiel. Es war der 4. Resident Evil Film. Resident Evil After Life. Der bisher schlechteste Resident Evil Film, wie ich finde. Bei weitem der schlechteste. Der 5. ist ja auch schon länger draußen. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Und der 6. weiß ich nicht, wie es da jetzt gerade um den steht. Ich weiß, wo ich mal gelesen zu haben in einem Resident Evil, auf einer Resident Evil Fanseite, die ich gerne mal besuche. Der 6. Film heißt The Final Chapter. Ja, hoffen wir mal, dass das auch so ist und nicht wie bei dem Freitag der 13. Film. Da hieß nämlich der 4. Film, glaube ich, The Final Chapter, und am Ende gab es 10 Filme, oder? Ja. 10 Jason-Filme gab es. Obwohl Jason, nee, eigentlich gab es ja nur... Ja, eigentlich ist er ja erst ab dem dritten... Ab dem dritten Teil ist er eigentlich erst der Killer und man sieht ihn auch zum ersten Mal mit dem Outfit, mit der Hockey-Maske und so weiter. Naja. Auf jeden Fall, weiß nicht, es gab ja, glaube ich, noch ein Remake von Freitag der 13. und Jason vs. Freddy gab es ja noch, wenn man das auch dazu zählen möchte. Ja, ich weiß es gerade nicht. Ich habe da irgendwie den Überblick verloren. Naja, jedenfalls hoffe ich mal, dass das der letzte Film ist. Dann kann ich mir nämlich auch vielleicht endlich mal eine Box zu den ganzen Filmen kaufen. Wenn es dann mal endlich eine Komplettbox gibt, und die bringen sie mit Sicherheit raus. Ich habe auch schon mal eine Box gesehen, wo jetzt die 5 Filme mit drin sind, aber die wäre ja dann nicht vollständig. Ja, kann man ähnlich vergleichen wie bei den Rocky-Filmen. Als ich mir damals die Box zu den Rocky-Filmen gekauft habe, das war die 25th Anniversary Box, die kam 2002, glaube ich, raus. Ja, 2002, das war eine meiner ersten DVDs überhaupt. Gehörte zu meinen ersten DVDs. Und da war natürlich noch nicht der Rocky Balboa, also Rocky 6, wie man ihn
nennen sollte, war natürlich noch nicht draußen. Und dementsprechend nicht in der Box drin. Da wusste auch noch keiner, oder ich wusste zumindest nicht, dass es noch einen Rocky-Film geben wird. Naja, jedenfalls. Seitdem war ich nie wieder im Kino gewesen, weder alleine noch mit Freunden. Weil wir irgendwie einfach keinen Bock drauf hatten auf Iron Man 50, Wolverine 3000, Avengers 10.000 und was weiß ich was alles. Kein Bock. Und wenn das jetzt nicht gerade ein epischer Angriff war, dann weiß ich es nicht. Ich könnte stolz auf mich sein. Forty Licks. Ja. Also ich könnte stolz auf mich sein wegen dieser taktischen Meisterleistung. Naja. Gut, okay. Und im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ich fühle mich irgendwie doch ein bisschen müde, muss ich sagen. Und da sollte man eigentlich nicht weiterspielen. Und das werde ich auch gleich tun. Ich denke mal, wenn wir jetzt gleich hier mit dem Stockwerk fertig sind, dann werde ich einmal kurz einen Break einlegen. Würde auch ganz gut passen, dann kann ich nämlich beim nächsten Mal noch ein paar Personas auswechseln oder fusionieren. Da wir mal wieder vollständig beladen sind. Ach Gott, was schmeißt man jetzt weg? Ist alles soweit so aufgelevelte Personas? Ich weiß gerade nicht. Hanuman, Mothman. Was weiß ich was für Man. Naja, schmeißen wir. Upsala. Ja, doch. Hab schon wieder vergessen, dass der Cursor da erst auf No steht. Oh, wir sehen noch eine Karte. Eine Arcana-Chance. Und die Moon Arcana. Das war, glaube ich, Experience Points, oder? Riskieren wir mal. Jawohl! Mehr Experience. Awesome. So, ja, da sind wir auch schon bei der Treppe und natürlich hier in diesem Dungeon geht es immer weiter unter die Erde, deswegen ja auch B für Basement. Warnung, Warnung, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit, Eindringlinge, verlassen Sie die Anlage sofort. Ich wiederhole, verlassen Sie die Anlage sofort. Bedeuten, eine Autokun möchte unsere Hilfe gar nicht? Ich verstehe es irgendwie nicht, aber gehen wir fürs erste Mal weiter, ja. Tun wir das, aber das werde ich dann in der nächsten Session machen. Ich werde mich ein bisschen ausruhen. Und ja, wir haben noch fünfmal. I'm not going home, even though I will. And I'm doing it. So, dann würde ich mal sagen, ich speichere hier jetzt, werde mich ein wenig ausruhen, mal schauen, vielleicht nachher noch ein bisschen weiterspielen, wenn die Lust da ist und auch die Müdigkeit weg. Ich bedanke mich fürs erste Mal fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit,
Und ich sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.